Also, hallo, ich bin Sophia und ich darf heute das Absolventeninterview mit meiner Mama führen. Als erster würde ich dich mal bitten, dass du dich einfach mal kurz vorstellst. Okay, hallo, ich bin die Sabine Spanring, bin in die HAG Steyr gegangen, Matura-Jahrgang 1997 und arbeite jetzt in der IT-Abteilung am Magistrat Steyr. Okay, jetzt habe ich einige Fragen für dich. Und zwar als erstes mal, was hat dir die HAG für den jetzigen Beruf gebracht? Ja, ganz viel eigentlich, auch für alle anderen Berufe, die ich vorher gehabt habe, weil so eine gute wirtschaftliche Ausbildung braucht man eigentlich, kann man immer brauchen, eigentlich ja, jeder kann das brauchen. Jetzt gerade hilft mir ganz viel das Projektmanagement, nachdem wir immer wieder neue Software einführen oder andere Sachen in die Abteilungen bringen müssen, ist ein gutes Projektmanagement natürlich ganz wichtig und da habe ich eigentlich schon Grundkenntnisse gehabt in der HAG. Dann nur, gibt es irgendwelche Erlebnisse in Verbindung mit der Hack, die seinen weiteren Lebenslauf beeinflusst haben? Ja, im Abschlussjahr damals haben wir Projekte machen müssen. Da war ich in der Gruppe, die hat das Projekt Leben gehabt mit der Lebenshilfe gemeinsam. Die haben Produkte gemacht und wir haben einen Produktkatalog erstellt und Präsentationen gemacht und den Verkauf angeregt. Und da habe ich eigentlich entdeckt, dass man das ziemlich taugt, was Designen und so, und habe dann halt die Fachhochschule Hagenberg für Medientechnik und Design gemacht, aufgrund dessen, dass man das Projekt gemacht hat. Okay. Das hat man dann in den IT-Bereich eigentlich gebracht. War dein Maturazeugnis ausschlaggebend für dein Berufsleben? Ja, das Matura-Zeugnis ist mir insofern wichtig, als dass ich dann halt das Studium machen habe können, wenn man da immer Matura braucht. Für die Berufe grundsätzlich war es natürlich erfreulich, dass ich Hack-Matura habe und das gut geschafft habe, aber ausschlaggebend, glaube ich, war es nie. War nicht mehr das, was ich heute sonst so kann. Und jetzt haben wir schon bei der letzten Frage, und zwar, welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich heute geben? Ja, mach so, wie du das gemacht hast. Genieß die Zeit, was du hast in einer Schule. Das ist natürlich super. Aber nimm da so viel mit und merk da so viel, wie was kannst, weil man kann es immer wieder alles brauchen, was man da jemals gehört hat. Okay, dann sage ich danke für das Interview. Bitte.